Ich bin Thomas de Maizière. Ich bin zurzeit Politiker, Familienvater, Ehemann, Dresdner und freue mich darüber, ein Deutscher zu sein. Ich bin jüdisch, ich bin deutsch, ich bin ein Mensch. Ja, ich bin ein gläubiger Christ, der genau deswegen ein guter Mensch sein möchte. Ich bin deutsch. Ich fühle mich als Erdenbürger. Ich bin deutsch und das ist auch gut so. Christ, Feminist und Schalke. Deutscher, deutscher Soldat. Ich bin deutsch. Zuerst bin ich Mensch. Ich bin Dresdner. Ich sehe mich vordergründig als Frau und als Berlinerin. Ich bin ein Mensch, der Berlin liebt. Ich bin ein deutsch-muslimischer Weltbürger mit syrisch-alemannischer Herkunft. Ich bin Sozialdemokrat, Naturwissenschaftler, Familienvater, Brillenträger und Kleingartenfreund. Ich bin Gewerkschafter und ich setze mich für gute Arbeitsbedingungen und ein gutes, friedliches Leben der Menschen ein. Ich bin ein Mensch, der es liebt, mit anderen Menschen zusammenzuleben und mit ihnen gemeinsam etwas zu gestalten und voranzubringen. Ich habe technisch gesehen einen englischen Pass, bin in Österreich zur Welt gekommen, lebe aber hier seit 1980 und ich bin deutsch. Ich bin schwarz, ich bin Familienvater und ich lebe in Deutschland. Ich bin ein Mensch, der in Dresden geboren wurde und sich schon an den verschiedenen Orten zu Hause gefühlt hat. Ich bin ein Mensch. Ich bin Kanadier, ich bin Dresdner, ich bin Ehemann, ich bin Stiefvater. Also ich bin das und wahrscheinlich viel mehr.